Nach einem furiosen Saisonstart musste der SV Werder Bremen in der Bundesliga zuletzt zwei Niederlagen in Folge hinnehmen. Ein Leistungseinbruch ist bei den Weserkickern jedoch nicht zu befürchten, wie Ex-Werder-Boss Willy Lemke erklärte: So wie sich die Situation momentan darstellt, werden wir auch weiter um einen Platz an Europas Sonne mitspielen, betonte der 72-Jährige im Gespräch mit der Bild. Der langjährige Präsident des Nordclubs ist von dem Auftreten seines ehemaligen Clubs äußerst angetan. Doch ganz besonders ein Akteur hat bei ihm dieser Tage ein Stein im Brett. Oldie in Topform, Claudio Pizarro ist derzeit Werders torgefährlichster Mann. Angesprochen auf Claudio Pizarro sagte Lemke: Ich bin, wie alle Werder-Fans, begeistert von seinem Auftreten. Es hat ganz offensichtlich zu Saisonbeginn eine hervorragende Abstimmung zwischen ihm und Florian Kohfeldt gegeben, in der seine Rolle klar abgesprochen wurde. Er erfüllt sie glänzend. Zur Erinnerung, der 40-Jährige konnte in 10 Saisonspielen insgesamt 3 Tore erzielen und 2 Vorlagen geben, ist damit momentan Werders gefährlichste Angreifer. Zusammen mit Youngster Johannes Eckestein, der derzeit auf 4 Torbeteiligungen kommt, 2 Treffer, 2 Assists, wirbelte der Routinier die Liga auf. Das nahmen auch die Mannschaftskameraden zur Kenntnis. Pizarro und Eggestein, Werders Generationenduo, beide machen es gut. Sie sind beide in sehr guter Form und man sieht, dass sie beide gut zusammenspielen können. Das Alter spielt keine große Rolle, schwärmte Abwehrchef Niklas Moisander jüngst im Rahmen einer kleinen Medienrunde. Ob das Generationensturmduo auch am kommenden Wochenende wieder zuschlagen kann? Am Samstagnachmittag 15.30 Uhr ist die Mannschaft von Cheftrainer Florian Kohfeldt vor heimischer Kulisse gegen den Tabellenzweiten Borussia Mönchengladbach gefordert. Eine Top-Partie in der Bundesliga. Zum Schlüsselspiel wollte es Ex-Boss Lemke aber nicht erklären: Ich erwarte ein spannendes Spiel zwischen zwei ebenbürtigen Gegnern. Punkt. Und auch danach wird es noch 23 Spiele geben, in denen wir uns den Traum von Europa erfüllen können.